Bis zum Ende des Jahres 2022 muss der öffentliche Personennahverkehr barrierefrei sein. Das sieht das geänderte Personenbeförderungsgesetz vor. Deshalb will die Tübinger Stadtverwaltung erreichen, dass bis zum Ende des aktuellen Jahres 160 der derzeit 413 Bushaltestellen umgebaut sind. Um eine Haltestelle barrierefrei zu machen, genügt es oft schon, abgerundete Randsteine einzubauen. Allerdings müssen manche Haltebuchten auch rückgebaut oder verlegt werden, damit gehbehinderte Menschen ohne Probleme ein- und aussteigen können. Für den Umbau der Bushaltestellen in Tübingen investiert die Stadt rund 600.000 Euro. Die Stadtverwaltung plant 2019 rund 20 weitere Haltestellen umzubauen.